Hallo und willkommen zu Version 1.3 Beta 3. So viele Updates, so viel Arbeit, die wurde hier reinsteckt, man glaubt es gar nicht. So, einmal hoch zu den Gondeln. Weil die absolut sicher aussehen. Ja, das ist das Gondel, ich habe eben nachgesehen. Man muss es ja nicht wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Aber ich habe hier meinen... Habe ich nicht. Habe ich echt vergessen, den Schutzanzug zu holen? Wow. Ja gut, dann machen wir es halt jetzt nochmal eben schnell. Aber wie kann ich das vergessen haben? Meine Güte. Sehr schlampig nachgestellt. Würde ich nicht zum Nachstellen meiner Spielstände arrangieren. So. Ja gut, ist ja zum Glück nicht so weit, ist nur einmal hier runter. Hi. Bin ich bei. Sehr schön. Und einmal die Treppe runter und einmal die Leiter runter. Weil bin ich größer in dem Aufzug? Ja, ich glaube, ich bin zu dekadent. Oder nicht, weil der Aufzug nicht da ist. Aber der scheint mich ja nicht zu sehen. Darüber beklage ich mich nicht. Hier oben geht's einfach so viel schneller. So, das heißt, wenn ich nach unten hatte, liegt hier bestimmt auch das Brennstein-Gerät. Ja. Nicht, dass ich das machen kann. Ach genau, ich bin einfach nur hier durchgesprintet, weil ich das IO-Board brauchte. Ja, ja. Gut, und wieder hoch. Anzug ist direkt angelegt. Jo, wunderbar. Das ging ja schnell. Waren ja nur knapp 3 Minuten. Also eher 2, aber 3, bis ich dann wieder oben bin. So, da war der Reaktor. Hier sind ja nass aus. Ziemlich komisches Wort eigentlich. Sehr komisches Wort. Aber gut. Wird schon seine Richtigkeit haben. So, ich muss hier irgendeinen Schalter umlegen. Da liegt irgendwas. Und Schalter sehe ich soweit nicht. Was liegt denn hier? Geringe Schwerkraft liegt hier. Ah. Tesla mit Grip, ja, wofür ich nochmal brauchen könnte. Ah, das Funken. This panel is non-functional. Okay. You will have to try the lower nacelle and hope that one is operational. Ja, ich würde gern an die Leiter, bitte, danke. So, ich habe Strahlungsserien, aber ich glaube, für den das bisschen Reststrahlung kann ich mir das irgendwie aufsparen. Ich könnte prinzipiell einfach zur Medbay gehen, aber nee, das wäre zu langweilig. Lange, lange Wege. Hätte man hier irgendwas Schnelleres nehmen können? Irgendwie so einen flotten Aufzug oder auch einen recht starken Antigravschacht? Sieht so einladend aus. Ich möchte hier draufspringen und speichern. Da. Hi. I was afraid spin. Okay, ich bin hier weg. Chromosome that is particularly susceptible to the radiation in the photonic flux. Looks like these engines have been leaking for some time. Don't worry, they're more afraid of you than you are of them. Actually, I'm not sure that is true. Sensors indicate that they are not afraid of you. Ach was, Ariadne, das habe ich auch gemerkt. Diese KI, wirklich, ist viel zu menschlich. So, eine down. Du bleibst hier. Du wirst noch erschossen. Noch eine. Ah.
Also Munition habe ich ja gar nicht. Wie viel ist das überhaupt noch? 4 Shells. Das sind 10. So, war es das jetzt endlich? Kriege ich wenigstens irgendwas dafür? Irgendwelche schönen Organe oder sowas? Nichts, gar nichts. Boah. Enttäuschend. Der Kraft, please. So, ein paar Sekunden warten. 44, 44, 46. Okay. It seems the nacelle control system is linked directly to the Navicom. Hm? Neither are now working. There is a manual valve at the back of the nacelle. You will have to find that. Hurry. This system is only rated to 60 megapascals. Hier ist nicht, soweit ich sehen kann, da oben. Ah. Okay, das wird kritisch. Klingt kritisch, sehr kritisch. Ah, hier. Oh, das hat sich zumindest bewegt. Ich glaube, ich war einfach zu spät dran. Na, wie gut, dass ich gespeichert habe. Du warst nicht verstanden. So. Gut, jetzt muss ich nur die Spinnen wieder zerkloppen, glaube ich. Jo. Hier, Spinnen, Spinnen, Spinnen. I was afraid of this. Certain spiders have a chromosome that is particularly susceptible to the radiation and the photonic flux. Looks like these engines have been leaking for some time. Don't worry, they're more afraid of you than you are of them. Yeah. Actually, I'm not sure that is true. Sensors indicate that they are not at all afraid of you. Warum streut die Shotgun eigentlich nicht? Gut, das war 1990, aber... Wirklich? Eine nicht streuende Shotgun? Wow. Du bleibst hier. Jetzt wundere ich mich gerade, es waren noch 44 Megapascal. Sagt sie nicht eigentlich 16? Und so weiter und so fort. Doch, 60, okay. Habe ich es einfach nur falsch gehört. Definitiv 16 gehört. 16 gehört, ja. Deutsch-Englisch umschalten ist schwierig und dauert einen Moment, so. So, passt. It seems the nacelle control system is linked directly to the knob. Well done. The minstrel is heading out of the elliptic, well away from Earth. The UNN can decide how they want to deal with it. I am uploading some cyber modules. Juhu. Had to disable a number of subsystems to subvert the Navicom system. One was the remote docking module. You will have to do it manually. There will be an emergency release button on the module, which will be somewhere under the airlock. Probably accessible from Deck E. Deck E, das war das unterste, meine ich, ne? Ja, genau, das, wo man nur über die Leitern hinkam. Ja, da, gut, da habe ich quasi wieder dahin laufen, wo ich den Anzug gefunden habe. Okay. Also hier rum, nein, auf dich möchte ich keine Shotgun-Shells verwenden, nur für den Fall. Huch, E. Wieso ist da E? Du bist nicht Deck E, Lügner. Wieso stand da gerade E? Ich verstehe es nicht. Engineering vielleicht? Oh, keine Ahnung. So, ich glaube, ich habe schon gesehen, wo das war. Bei einem meiner vielen Nachstellversuchen. Dürfte das dieser Gang hier gewesen sein. So. Genau. I'm struggling to keep aligned with the good job. Nein, nein, nix, nix da. Ich möchte erstmal until you get back, but I would advise die hier. Well done. The minstrel is heading out of the elliptic, well away from Earth.
The UNN can decide how they want to deal with it. I am uploading some cyber modules. Had to disable a number of subsystems to subvert the Navi comm system. One is the remote docking module. You will have to do it manually. There will be an emergency release button in the module, which will be somewhere under the airlock. Ja, das war nicht das, was ich hören wollte. Das da meinte ich. I'm struggling to keep aligned with the minstrel. Her trajectory is becoming increasingly erratic. I guess that was to be expected. That's it. The ships are breaking apart. Auto locks activated. Was? Okay, das war interessant. Congratulations. You have successfully completed your first assignment in the UNN. Please operate the button on the cryo tube to the right to initiate cryogenic sequence. Was für ein Knopf? Gut, das ist ein seltsames Ende. Ich starte mal gerade nochmal neu, einfach so, weil ich zum Reden habe. Ja, den Teil haben wir schon gesehen, danke. Ach ja, so. Ja, danke, Ariadne, danke. So, was ich zugeben muss, ist, dass das hier auch wieder nachgestellt ist, weil mein Aufnahmeprogramm missgebaut hat und das obere linke Viertel des Bildschirms genau das war wie das untere linke Viertel, das heißt, es war immer hochgespiegelt. Infolgedessen habe ich schon mitbekommen, dass die ziemlich wichtige Log, die man sagt, dass ich noch 14 Sekunden habe, abgeschnitten gewesen ist. Jetzt habe ich gerade versucht, die nochmal zu starten. Also, das ist was, was so gar nicht sein darf, finde ich. Also, Udo, wenn du nochmal ein bisschen was Zeit hast, sei bitte so nett und fix, dass das ist. Naja, egal. Ansonsten, es ist, glaube ich, das einzige Mal wirklich, dass man so viele Zeitlimits hatte. Einerseits ja mit der Nacelle, andererseits eben jetzt wieder, um aufs Schiff zurückzukommen. Was an sich schön ist, wenn man es vernünftig umsetzt. Aber ja, das haben wir die anderen Lok halt gar nicht gehört. Sagt im Klartext aber eigentlich auch nur aus, dass Ariadne versucht, die Schiffe so gut wie möglich beisammen zu halten. Sich aber nicht sicher ist, wie das sein kann. Ich glaube, die Loks waren in einer anderen Reihenfolge gedacht ursprünglich. Naja. Information-Dinger sind auch recht interessant. Tja, was habe ich sonst noch so zu sagen? Die Idee hinter der Filmmission war eigentlich ganz super. Nicht so dieses alleiniger Held und alles liegt auf deiner Schulter, sondern einfach, du hast dich hier eingeschrieben und du bist der Einzige, der da blöd genug dazu war. Aber das ist jetzt halt so. Wie gesagt, die Ideen waren super. Diese Zeitlimits sind mal was anderes gewesen. Die Escort-Mission mit dem kleinen Mädel war jetzt auch so lala. Die Idee war okay, aber die Umsetzung wieder mäßig. Das liegt aber an der KI, da kann man, glaube ich, nicht groß was für. Und ansonsten, jo, ne? Es war mir interessant, dass es halt nur ein Level ist, ne? Aber ich meine, es ist alles recht kompakt gehalten. Die Ideen waren super, aber die Umsetzung ist wirklich mäßig gewesen, ne? Wenn man sich das so mal den Thread so durchliest, der verlinkt ist unten. Unendliche Spawns. Das ist eigentlich was so nicht passieren darf. Naja. Ja gut, das wäre es dann mit der Minstrel, denke ich. Oder ich habe nur irgendein Ende übersehen. Oder habe den Knopf nicht rechtzeitig gedrückt, aber müsste eigentlich. Hab ich auch reinstellen können, vielleicht wäre es zugeklappt, haha. Ich glaube, das müssten jetzt alle Fermissions gewesen sein, ne? Viermal Christine, einmal Return to UNN und einmal Minstrel. Das Einzige, was noch eine Fermission wäre wahrscheinlich Infinite, aber ganz ehrlich, das ist mir ein
bisschen was zu massiv, um es allein zu spielen. Mit einem Partner vielleicht, wobei das sowieso interessant werden dürfte. Wir wissen ja, wie der Multiplayer von System Shock funktioniert. Und dann noch mit so einer komplexen und sehr abstrakten Fanmission. Ich meine, ich habe Infinite schon gespielt, im Beta-Test. War ich mit dabei. Es ist wirklich sehr verwirrend. Aber gut, wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Run zu Infinite, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall nicht in der allzu nahen Zukunft, das heißt nicht innerhalb der nächsten 2 bis 3 Monate. Also werde ich mich dann anderen Projekten widmen. Fürs Erste. Also bis auf Weiteres, vielleicht interessieren euch die anderen Sachen, vielleicht auch nicht. Es ist mir alles recht, vollkommen egal. Also dann, ciao. Und hoffentlich bis irgendwann anders mal.